Servus zusammen und recht herzlich willkommen auf der neuen Mini-Brunnen. Wir spielen wieder mal die Alpen-Map und ich stehe hier vor dem Glas nicht ganz ohne Grund, denn wir werden jetzt ein bisschen was machen und zwar ein bisschen hier auf dem Hof Material verteilen, denn wenn ihr das letzte Video schon gesehen habt, dann wisst ihr, was jetzt Sache ist oder was jetzt kommt, denn ich habe sozusagen meine Drohung wahrgemacht und habe jetzt endlich hier auf dem Hof ein bisschen gebaut. Und was wir da gebaut haben, falls ihr das noch nicht wisst, das werden wir, zeige ich euch jetzt gleich. Und zwar schnappe ich mir jetzt hier mal unsere Hühnereier. So. Denn die werden jetzt nicht von alleine umgesetzt. Da müssen wir schon selber Hand annehmen. Hand anlegen. So, Dele. Ja, das passt. Okay, okay, okay. Dann fahren wir mal kurz rückwärts. Und dann fahren wir hier mal über den Hof. Denn ihr seht es vielleicht da hinten schon. Da stehen einige neue Gebäude auf unserem Hofgelände. Auf unserer Erweiterungswiese. Ich habe jetzt die letzte Zeit gebastelt und habe mir gedacht, okay, mache ich mir doch ein bisschen das Leben leichter. Wir werden langsam hier ein weiteres Gewerbe ja einführen, organisieren. Und das ist zum einen die Logistik. Aber zum anderen habe ich mir auch gedacht, werden wir hier jetzt eine landwirtschaftliche Produktion installieren. Was es damit auf sich hat, das zeige ich euch gleich. Jetzt bringe ich hier erstmal die Eier, die Hühnereier, in unser Logistikzentrum. Und ihr seht es, die werden hier bereits angenommen. Jo, sehr schön. Und ich habe hier ein bisschen gebastelt, habe hier noch ein paar Geräte, ein bisschen Deko hingestellt, damit es nicht ganz so trostlos ist. Aber das Wesentliche oder das Wichtigste ist eben dieses Logistikzentrum, was ich hier installiert habe. Und ihr seht es schon rechts unten, Salat, Eier, Mehl, Butter, Käse ist bereits hier eingetroffen und hier gibt es noch mehr und das seht ihr zum Beispiel, aus dem Gewächshaus kommt alle Materialien hier an, von den Tieren kommen die Materialien hier an, die Bäckerei bringt all ihr Material hierher, Milchprodukte, Öle, Weintrauben, Holz und Stoffe und noch ein bisschen mehr und das alles landet hier im Lagergebäude. Und das können wir dann anschließend, und das ist eigentlich so ein bisschen die Idee, weil wie gesagt, ich will ja hier ein bisschen in die Logistik einsteigen, deswegen habe ich hier auch den IT-Runner hier schon mal installiert. Und wenn ich nämlich jetzt hier drauf gehe und sage, er soll laden aus dem Zentrallager, dann kann ich hier mir raussuchen, was er laden soll. Und dann werden wir das so zukünftig hier entsprechend als Logistiker verarbeiten und entsprechend verteilen. So, das ist der erste Teil. Wir haben also jetzt eine Logistik. Ja. Ich habe ja ein bisschen, wie gesagt, gebastelt, aber man sieht es, es ist nicht ganz so einfach, es ist auch nicht ganz hier so eben, liegt natürlich an dieser Straße und, aber es geht, wir kommen hier rum, das passt soweit und ich denke, so können wir in der Zukunft auch wirklich gut hier auf neuen Mini-Brunnen auf unserer Alpen-Map arbeiten und das andere Besondere, was ich jetzt habe, das ist hier diese Produktion, diese landwirtschaftliche Produktion, die so ziemlich alles herstellen kann, was wir so brauchen. Und da soll natürlich dann jetzt die Idee für die Zukunft sein, dass wir eben all unsere Materialien wie Flüssigdünger, Mineraldünger, Saatgut, zum Beispiel Mineralfutter, Siliermittel und ähnliches, dass wir das alles selber herstellen. Dazu müssen wir natürlich hier die entsprechenden Produkte einwerfen. Wenn wir zum Beispiel Flüssigdünger herstellen wollen, dann brauchen wir Gärreste, Gülle, Methan und Wasser. Und das sollten wir ja auch hinkriegen, denn das können wir im Prinzip alles hier bei uns auf dem Hof mit der BGA zusammen produzieren und somit sollten wir Flüssigdünger selbst produzieren können. Für Mineraldünger brauchen wir Miste und auch das soll kein Problem sein und witzigerweise fällt dann hier ein bisschen Stroh ab. Auch das ist interessant und spannend, was natürlich auch nicht verkehrt ist. Wir können jetzt hier auch unser Schweinefutter herstellen mit den Zuckerrüben, Sonnenblumen, mit entsprechend der Gerste und Mais. Und das Material kommt dann eben auch teilweise aus unseren Schrebergärten hier an. Und auch Silage können wir herstellen, zum Beispiel aus Gras, aus Heu oder eben aus Hackschnitzeln mit
Und dabei gibt es dann sogar auch Methan. Also das sind alles so ein bisschen auch Kreisläufe. Wir produzieren Methan, wir verbrauchen Methan, wir stellen es selber her. Und das finde ich interessant und spannend. Und wie gesagt, Ziel soll es sein, dass wir hier zukünftig die Sachen alle selber produzieren und nicht mehr einkaufen. Und deswegen werden wir auch in der heutigen Folge ein bisschen hier Material jetzt wegbringen und auffüllen. So, den Mais hier, den holen wir uns später. Und wir sind ja auch mittlerweile in der 99. Folge. Und ich habe mir dann gedacht, dann werden wir auf jeden Fall für die 100. denke ich, einen Stream machen. Denn es gibt jede Menge noch zu tun. Denn nicht mehr diesen Monat, aber nächsten Monat sind dann unsere Wiesen erntereif. Dann können wir also hier in den Schnitt gehen, in den Grasschnitt. Und parallel können wir dann, denke ich... ich glaube, im übernächsten Monat können wir dann auch mit dem Häckseln beginnen. Wobei, was ja viel, viel spannender ist, ist ja das Thema, wann können wir eigentlich unser Zuckerrohr ernten? Ja, leider auch erst im Oktober, so wie es aussieht. Okay, schauen wir mal, wie wir das Ganze gestalten. Vielleicht spule ich auch 2 Monate vor, aber ich denke, so für die 100. Folge wäre das mit Sicherheit interessant. Jetzt schauen wir mal, kriege ich hier... Ja, das müsste vielleicht so knapp gehen, dass ich mir da etwas leichter tue. Na, ich glaube, das geht gerade nicht. So, warte. Wir können natürlich Folgendes machen. So, ich denke, wir können das ein bisschen zusammenschieben, oder? So, dann können wir nämlich den Salat schon mal rüberbringen in unsere Logistikhalle. Und dann tun wir, wie gesagt, uns auch deutlich, deutlich einfacher, wenn wir das Material dann eben auch entsprechend verteilen wollen und abtransportieren wollen. Und dann würde ich nämlich auch sagen, dann werden wir eben in Zukunft definitiv als Logistiker hier arbeiten und unsere Materialien auch selbst verkaufen. So, in der Vergangenheit haben wir das ja immer so ein kleines bisschen so gehandhabt, dass wir eben dann automatisch verkauft haben, weil es dann doch ein bisschen viel war. Und zukünftig können wir das dann eben dann selbst machen. So, schauen wir mal, dass wir hier... Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd mit der Halle hier. Aber ich denke, so passt das. Jupp. Ja, komm. Zieh. Na, dann können wir nämlich... Wie gesagt, das Material müssen wir jetzt erstmal umsetzen. Oder zur Logistikhalle bringen, weil das Material wird, glaube ich, nicht mehr automatisch rüber transportiert. So, nicht, dass unser ganze Radaradatsch hier runterfällt. Und auch den Honig können wir dann in die Logistikzentrale bringen. Und dann bin ich mal gespannt, ob, weil ja Honig da auch irgendwo stand, ob das automatisch darüber geht. Aber ich glaube nicht. Das müssen wir dann alles hier entsprechend transportieren. Jo, jetzt haben wir hier noch ein bisschen Platz auf der Fläche. Ein kleines bisschen Platz haben wir noch. Da bin ich überlegen, vielleicht machen wir da eine Waschplatte hin. Aber ich lasse mal die Optionen offen. Vielleicht tut sich noch irgendwas mit irgendwelchen interessanten, spannenden Mods. So. Ja, ich hätte gerne hier vorne ja auch ein Tor gebastelt, aber wie gesagt, das ist ein bisschen schwierig, weil man hier einfach nicht gerade basteln kann, aufgrund der Straße. Aber okay, ist so. Und es muss ja auch nicht alles wirklich so clean und sauber sein. Ein bisschen darf es ja schon ruckeln, aber wir müssen halt dann aufpassen, dass uns das Zeug hier nicht von der Gabel fällt. Übrigens, Gabel, mir fällt gerade ein, ich habe doch tatsächlich noch das Schneidwerk draußen am Feld. Das müssen wir dann auch mal bei Gelegenheit holen.
So, und was wir auch bei Gelegenheit machen können oder sollten, und das wäre so ein Thema dann eben auch für den Stream, wir müssen unseren Fuhrpark mal überarbeiten, weil wir haben jetzt so viel Zeug gekauft. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, wir müssen wirklich auch jetzt mal langsam aufs Geld gucken. Ihr seht es ja oben, es ist noch ein bisschen was da, aber wir waren, glaube ich, mal irgendwo bei 3,5 Millionen. Ich denke, da müsste jetzt noch eine Palette, glaube ich, spawnen, oder? Eine Honigpalette. Wir schauen mal ganz kurz in die Finanzen rein, denn ihr seht es so, die letzten Monate haben wir eigentlich nur Geld ausgegeben, ne? Also, im April haben wir natürlich richtig reingehauen. Im Mai, ja, da waren wir dann ein bisschen zurückhaltender, da haben wir dann auch mal wieder was verdient. Aber Juni und Juli und vor allen Dingen auch diesen Monat mit den zwei Produktionen oder mit den zwei Gebäuden, ja, 372.000 und ihr seht es auch immer hier bei den Fahrzeugen, da haben wir auch kräftig zugelangt. Also, wir müssen jetzt mal schauen, dass wir wieder ein bisschen Geld verdienen, denn bei verkauften Produkten, ja, ist soweit okay, war natürlich auch jede Menge Produkte aus der BGA dabei, aber das muss natürlich jetzt dann besser werden, aber da bin ich sehr zuversichtlich, denn das nächste, da ist ja doch die Palette, das nächste, was wir natürlich oder dafür brauchen wir ja auch das Geld uns kaufen, ist, sobald wir natürlich in die Zuckerrohrernte gehen, die Zuckerfabrik. Und dann bin ich noch überlegen, was haben wir denn sonst noch für interessante Produktionen? Ja, die Schneiderei, glaube ich, ne? Die haben wir noch gar nicht, damit wir unsere Wolle auch verarbeiten können. So, ich bin sehr zuversichtlich, dass hier doch noch eine Honigpalette kommt, oder nicht, oder wie, oder wer? In der Zwischenzeit können wir mal Charlie füttern, oder? Komm, Charlie. Und wo ist er denn? Wo springt er denn wieder rum? Ist er wieder bei den Kühen? Ja, und da kommt noch eine Palette. Ja, das ist jetzt ein bisschen problematisch. Die ist noch nicht vollständig. Okay. So. Dann bringen wir die jetzt wieder in unser Logistikzentrum. Und dann müssen wir mal ein bisschen schauen, was brauchen wir denn für unsere Produktionen? Was können wir da einkippen? Denn solche Dinge wie Mist, Gärreste und Gülle und so weiter, das haben wir ja alles. Und da macht es natürlich Sinn, dass wir frühzeitig anfangen, diese Materialien zu produzieren. Und dann muss ich mal schauen, weil teilweise können wir natürlich dann so Dinge wie Herbizid und so dann eventuell ja sogar verkaufen, ne? Wenn wir davon zu viel haben. Apropos Herbizid, ich muss mir jetzt gerade mal reinschauen. So, was brauchen wir denn jetzt eigentlich alles hier in der Produktion? Landwirtschaft. Ja, wir können aber auch gucken, was man eigentlich hier einwerfen kann. Ja, Herbizid zum Beispiel. Für was brauchen wir denn Herbizid? Ah, wenn wir Saatgut herstellen wollen, das ist ja interessant. Okay, für Saatgut brauchen wir auf jeden Fall Herbizid, Wasser und Gerste. Okay. Und Saatgut werden wir auf jeden Fall brauchen. Dann bin ich mal gespannt, ob wir das alles hier so direkt reinkriegen. Weil wir haben ja ein neues Regal. Den Mod habe ich euch ja auch letztens vorgestellt. Hier steht auch so ein Regal. Ein Regal wie ein Palettenlager, wo wir ja das Material direkt reinstellen können, beziehungsweise einfach ablegen können und dann wird es automatisch ins Regal sortiert. So, und da haben wir natürlich auf jeden Fall auch Herbizid. Zack. Siliermittel, Silierdünger. Da haben wir doch Herbizid. Dann holen wir das mal raus. Und dann schauen wir mal, ob wir tatsächlich hier dieses Teil direkt so in dem in das Silo bringen können. Ansonsten müssen wir Trick 18 machen und das in ein Fass umlagern. Ah, da ist ja der Charlie. Servus. Ja, Wunderbärchenklärchen.
So, jetzt bin ich mal gespannt, wie wir das Material hier alles reinkriegen. Verschwindet es? Ja, schade, es verschwindet nicht. Also gut, dann müssen wir gucken, dass wir das Herbizid dann über ein Fass dann einlagern. Okay, das heißt, dann stellen wir das ganze Ding jetzt erstmal... Ja, da ist tanken, da ist abkippen. Ja, ja. Dann stellen wir das mal hierher. Okay. Dann, jetzt muss ich schauen, haben wir das Material überhaupt? Haben wir das Material? Na, natürlich, haben wir. So, was brauchen wir jetzt genau? Ja, wir brauchen Weizen. Da haben wir jede Menge. Jo, da holen wir doch mit dem Strautmann einfach mal eine Fuhre Weizen. Und werfen das mal hier ein und dann können wir auf jeden Fall dann schauen, ob wir, nachdem wir die Gülle umgeladen haben und die Gärreste, ob wir dann mit dem Fass dann das Herbizid dann auch da reinkriegen. So, Dille, hier habe ich übrigens unsere kleine... So, unsere kleine, ja, Anhängerzug hier abgestellt, weil was anderes fiel mir jetzt auch nicht besser ein. So. Sodele, sodele, da ist der Strautmann. Da kriegen wir 8000 Liter rein, dann holen wir mal. Und dann können wir auch gleich Mist holen. Und was, wie gesagt, das Thema angeht mit den Gerätschaften, also da müssen wir wirklich durchgucken, weil ich glaube, wir haben mittlerweile 3 Wickler, weil ich aus irgendeinem Grund, wir haben ja den Göweil als Frontladenwickler und dann haben wir noch 2 andere, die waren halt einfach irgendwie mal günstig zu kriegen und da habe ich mir gedacht, die probieren wir mal aus. So, Weizen. Aber irgendwie haben wir jetzt zu viel Wickler und wir müssen auch, was die Traktoren angeht, auch was unsere Alpenwiese oben angeht, unsere Bergwiese angeht und ähnliches. Hier haben wir den Göweil zum Beispiel, hier nebendran ist auch noch ein Wickler und ich weiß, irgendwo ist noch ein dritter Wickler. Also da müssen wir auch mal schauen, dass wir das Material hier, die Gerätschaften ein bisschen optimieren. Ich muss ja auch ehrlich sagen, zack, 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 wir schauen mal kurz rein und zwar hier gibt es einen Case, einen Massey Ferguson und da hätte ich irgendwie Bock drauf, anstelle zum Beispiel hier von diesem Valtra oder dem anderen Valtra. Muss man mal schauen. Aber hier vielleicht nochmal ein bisschen durcharbeiten. Das Gerät hier hat nämlich schon 43 Stunden auf der Uhr und ich denke, es wäre mal Zeit, auch dieses Fahrzeug auszutauschen. Aber wir müssen ein bisschen aufs Geld achten. Ganz so locker sitzt es nicht mehr. Denn wir haben ja doch in der letzten Zeit mit dem Xerion und dem Mähwerk und verschiedenen anderen Geräten ganz schön, ja, zugeschlagen. So, einmal hier Frucht abladen. Bingo. Und dann holen wir mal ein bisschen Miste. Und wie gesagt, dann schauen wir, dass man so die Produktionen ins Laufen bringen. So, ich überlege gerade. Ja, dann bringen wir mal die Miste. Schauen wir mal vom Schweinestall, ob da noch was drin ist. Bin da nämlich gerade ein bisschen am Zweifeln. Und da habe ich übrigens auch so ein Förderbandsystem ja installiert, schon vor längerem. Und interessanterweise, ich kann jetzt hier eigentlich mit Linker, also mit L3 drücken, dann kommt hier die Miste raus. Ja. Und so hatte ich mir das eigentlich auch vorgestellt für unser Deichprojekt, um dann auch Silage so aus dem Bunker abzutanken. Aber aus irgendeinem Grund, ich habe da ein bisschen hin und her probiert, hat noch nicht funktioniert. Ich bin da also immer noch ein bisschen am Überlegen, wie man da am geschicktesten, außer halt natürlich mit dem Frontlader, mit der Schaufel,
hier wirklich aus dem Bunker die Silage rausbekommen. Na, werden wir noch sehen. Denn auf der Butchern, da müssen wir ja auch ein bisschen aufs Geld achten. Da haben wir ja wirklich bei, in Anführungszeichen, null begonnen. Und was das Thema Düngen angeht, würde ich da auf jeden Fall gerne bald entweder mit Miste oder mit Gülle düngen. Sudele. Ja, und am Freitag gibt es dann wieder Livestream. Freitag ist wieder Livestream angesagt von der Galgenberg. Und es gibt einige interessante Neuigkeiten vom Yogi und zur Ellerbach und zu einigen anderen Maps. Das werden wir uns dann auf jeden Fall anschauen. So. Genau. Jetzt würde ich den Kollegen mal kurz zur Seite stellen, weil ich will mal schauen, ob wir... So, den halten wir einfach mal hier ein bisschen stehen. Ich will dann nämlich mal schauen, ob wir mit unserem Fass, mit unserem Güllefass hier auf jeden Fall erstmal ein paar Gärreste rüberbringen. So. Das holen wir uns bei der BGA ab. Und dann anschließend will ich schauen, ob wir damit Herbizid umladen können. Weil irgendwie müssen wir es ja reinkriegen. So, jetzt bin ich am Überlegen. Hier müsste das doch sein, oder? Ja, ja, da ist ja der Schlauch. Genau, einmal Gärreste bitte. Ich glaube, da sind wir auch mehr als gesegnet, wenn ich richtig weiß. Ich denke, wir werden es hier sehen. So, hier. Ich glaube, da haben wir über 500.000 Liter mittlerweile. Sodele, Sodele, Mist, Gülle. Nee, Gärreste zeigt er hier gar nicht an. So, hier sehen wir es. 533.000 Liter. Also da können wir auf jeden Fall etliches mitmachen. Im Zweifel auch verkaufen. Und 533 ist auch ordentlich. So, ich denke, das klappt ganz gut hier. Einmal hier um die Kurve rum, zwischen den Silos. Und diese landwirtschaftliche Produktion wollte ich ja eigentlich auch schon mal auf der Galgenberg ausprobieren. Aber ich habe jetzt gedacht, hier passt es gut. Jetzt haben wir alles. Jetzt werden wir hier dann auch einfach ein bisschen umstellen. Versuchen eben alles selbst zu produzieren. So, jetzt bin ich mal gespannt. Nimmt er das? Ja, nimmt es nicht. Nee, mit dem Fass können wir das nicht. Okay, aber wir kriegen das anders hin. Wir kriegen das anders hin. Dann lassen wir den einfach jetzt mal hier so stehen, weil ich will das auf jeden Fall noch, dass wir das Herbizid reinkriegen und dann wirklich hier unser eigenes Saatgut herstellen können. So, dazu spurten wir mal. Weil sonst muss ich nämlich sagen, sonst muss ich nämlich sagen, müssen wir es dann vielleicht in fester Form kaufen. Und ich will ja eigentlich nichts kaufen. Wir schnappen uns einfach mal, wie gesagt, Trick 18. Den Waltra, der hat mittlerweile 16 Stunden auf der Uhr. Also das heißt, eigentlich können wir den noch gut nutzen. Dann wäre eher der kleinere Waltra derjenige, der eventuell abgestoßen wird. So, ah, da haben wir Herbizid sogar noch drin. Also, jetzt bin ich mal gespannt, ob das klappt. Ja, ich glaube nicht, ne? Da wird jetzt natürlich das nicht überladen, sondern das muss ich... Wartet mal kurz. Ich muss jetzt mal reinschauen, weil wir haben doch dieses Fass. Wo ist denn dieses Fass jetzt eigentlich drin? Ist das bei Tieren drin? Bei Tier... Dünge, Gülle... Ja, das macht tatsächlich nicht, deswegen, okay. Das macht tatsächlich nicht, da müssen wir doch ein anderes Fass holen im Zweifel. Aber vielleicht übernimmt das ja tatsächlich aus dem Gerät hier. Hahaha! Wunderbar, sehr schön. Wunderbar, wunderbar, sehr schön. Also, das heißt, wir müssten jetzt Saatgut selbst herstellen können, weil wir das Material jetzt hier drin haben. Wir drücken mal aufs Knöpfchen
Und das sieht doch hervorragend aus. So, wo denn, wo denn, wo denn? Sehr schön. Also, wie sieht's aus? Wir lassen ein bisschen die Zeit vorspulen. Ah, ich habe ja auf, genau. So, Saatgut 3 Liter. Freunde, es klappt. Es klappt. Also, wir produzieren jetzt zukünftig unser eigenes Saatgut hier an der entsprechenden Produktion. So, das soll es für heute gewesen sein. Folge 99 in unserer Alpen-Map, in unserem Alpenprojekt mit der Map Neu-Mini-Brunnen. Und ich freue mich schon hier auf den Livestream. Aber am Freitag gibt es jetzt erstmal die Galgenberg. Und dann schauen wir mal, eventuell vielleicht Samstagabend oder Sonntagabend. Seid gespannt. Auf jeden Fall, denke ich, wird das ein etwas längerer Stream, denn wir haben hier noch jede Menge zu tun. Wir können Wiesen abarbeiten, wir müssen unsere Tierchen füttern, wir können hier die Produktion zum Laufen bringen und haben natürlich Mais zum Häckseln da oben und Zuckerrohr zum Ernten. Also, ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen und sage Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.